Hallo, ich freue mich, dass du wieder beim Wohnhotel Golf bist. Ich bin auf der Gartenroute zurzeit und spiele mit meinen Kunden Pezula Golf Club heute. Das ist ein sehr schöner Pitching-Bereich, wo wir uns gerade vorbereitet haben für die Runde. Morgen ist unser letzter Golftag leider und da spielen wir in den Bergen den sehr spannenden Somola Golf Club. So, ich habe einen Tipp für dich zu Hause, wo alles matschig ist, wahrscheinlich. Und für später im Jahr, wenn du vom Semi-Rough spielen musst. Kurzes und langes. So, ich spiele auf die gelbe Fahne, das ist ungefähr 25 Meter von hier entfernt. Und die Bälle liegen schön tief. Dieses Gras hier in Südafrika, also das, was man im Rough findet, das Gras auf den Grüns und Vorgrüns ist ein ganz anderes Gras, was sie importiert haben. Aber das ist Kikui und das ist sowas von dick. Und der Schläger bleibt super schnell hängen. Der Schläger schließt sich, der Schläger stoppt. Aber du kennst das. Wenn man so eine Lage ums Grün herum hat oder wenn man vom Semi-Rough weit schlagen möchte, das ist schwierig. So, Schlägerwahl ist wichtig. Das geht bei so einer Lage, beim kurzen Spiel, nur mit Sandwich. Wenn du weiter schlagen möchtest, nimm bitte nicht zu viel Schläger, ein kurzes Eisen oder vielleicht ein Rescue oder Holz 7. So, ich mache es einmal vor, vielleicht siehst du, was ich tue. So, mein Schläger kam relativ leicht durch das dicke Gras. Der Ball flog relativ flach und rollte aus. So, was hier bei dem Schlag oh, das ist zu tief, notwendig ist, ist, dass du die Schlagfläche öffnest. Nummer eins. Aber von hier würden die meisten Golfer das tun. Die würden dann versuchen, die Schlagfläche aufzulassen. Was dann leicht passieren kann, ist, dass der Schläger etwas zu tief in den Boden geht und das offene Blatt rettet einen nicht und der Schläger bleibt hängen und der Ball bewegt sich nur ein, zwei Meter. Und durch das offene Blatt ist es auch so, dass die Schulter dann im Treffmoment zu tief ist. So, was du unbedingt ausprobieren solltest, ist Schlagfläche erstmal öffnen, ziemlich geradeaus holen, starte den Abschwung, indem du die Schlagfläche immer noch auf hast. Das ist ein guter Tipp, weil dann kommt man nicht von außen. Und dann durch den Ball schließt den Schläger. Schließt den Schläger durch die Drehung der Schulter und schließt den Schläger durch eine Rotation der Arme. Ich habe das gerade mit meinen Golfern heute gemacht und die waren begeistert und konnten es sehr schnell umsetzen. Aber man muss es schon ein paar Mal probieren. Der Ball wird auch eher ein bisschen mehr nach links tendieren. So, ich stehe sehr gerade. Ich bin sogar ein, zwei Meter rechts von der Fahne ausgerichtet. So, eine einfach tolle Sache. Ich meine, die Lage ist furchtbar und den bekam ich trotzdem irgendwie raus. Und wenn es matschig ist, mach ähnliches. Ballposition, da würde ich den Ball eher ein bisschen rechts von der Mitte spielen. Und wirklich traue dich, den ganzen Körper zu drehen, dass der Kopf nach da geht, die rechte Schulter. Aber du merkst, die rechte Schulter bleibt auf dieser Höhe, die geht nicht runter. Okay, ich werde versuchen, noch mehr Videos hier in den schönen Südafrika für dich zu machen. Ich wünsche dir einfach einen schönen Tag und bis bald.